Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Resident Evil 2. Wir sind der letzten hier im Polizeidepartment stecken geblieben. Der eine Kollege, wo immer der auch jetzt ist. Okay, er scheint weg zu sein, ist aber nicht schlimm. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier rein. Das ist ja genau wie in Resident Evil 7. Müssen wir kaputt schneiden. Okay, er macht es. Nice, hast du gut gemacht, Leon. So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ja, dein erster... Oh Gott. Leute, wer natürlich Resident Evil 2 von früher kennt, der weiß ganz genau, was hinter dieser Tür passiert. Also erst später. Oh Gott, ich bin gespannt, wie die das hier umgesetzt haben. Oh, Kraut. Grünes Kraut. Okay, ist natürlich ein Heilkraut. Wenn wir damit das rote Kraut nehmen und das mit dem kombinieren, dann kommt natürlich ein besseres raus. Aber gucken, mal gucken, mal gucken. Oh oh. Die Stimmung ist hier sehr düster. Aber nur ein bisschen. Ach, sieht nett aus. Okay, wir gehen mal. Ha? Ja. Oh Gott, das ist ein Zombie. Nein! Oh, Scheiße! Hä? Was? No! Hallo? Oh my God! Kollege! Hä? Kollege, Kollege, mach doch mal dein Funkgerät aus! Holy shit, sah der heftig aus! Okay, warte mal. Da ist alles in Ordnung. Und was ist das hier? Was ist das? Ach so, ich kann's aufmachen, aufbrechen. Okay, Kollege, alles gut bei dir? Ah! Okay. Scheiße. Okay, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du kannst ja echt runter. Benutzen? Nein, geht nicht. Okay, okay, warte mal, wir brauchen so einen Schlüssel. Ein dreiblättriges Klebblatt. Heißt ja, glaube ich, so, okay? Okay, okay, okay. Oh, warte mal. Meint ihr, dass mein Bruder mit Fenster schließe? Bitte zumachen, Kollege. Das Fenster ist kaputt. Ja, gut. Hier ist auch alles nass. Hallo. Oh, Tante. Nein, 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 nein. Lass die Scheibe zu. Ach, du meine Fresse. Das wird nicht gut gehen. Und... reinkommen. Leon? Oh Gott, ich hoffe, die kommt hier nicht rein. Was ist das hier? Okay, ist das wichtig? Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in die Polizeistation einen Schutzunterkunft eingerichtet. Ja, das war wohl nicht gut, wa? Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, ne? Während wir so viele wie möglich unterbringen zu versuchen. Okay, warte. Also, ich denke mal, das wird auf jeden Fall... Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Einer davon sind wir natürlich. Und der Kollege von vorhin. Hier versinkt langsam alles im Chaos. Ja. Warte mal, hier bewegt sich jemand. Ah! Scheiße. No. Damit? Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Ich will dich nicht bekämpfen. Sackgasse. Oh Gott, totale Sackgasse. Okay, Leute, wir müssen schießen. Oh, Tante, Tante. Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Oh, ich glaube, wir müssen weiter, oder? Hä, wo muss ich denn hin? Ich muss da rein. Tante, du darfst rauskommen. Tante? Oh, Tante. Nicht verstecken hier. Wir müssen sie töten. Ja gut, warte mal, wir können durchsuchen. Warte mal, sie hat eh was anderes zu tun. Also von daher, so, Besprechungszimmer. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Ja doch, die Tür, aber die Tür ist zu. Und hier ist etwas. Göttingstatue. Ja, ja, alles gut, machen wir später. Oh, hier, warte mal, Leon.
Oh, warte mal. Ich wollte gerade sagen, hat sie ihren Arm verloren? Aber alles gut? Alles gut bei ihr. Warte mal. Du stehst mit... Hat er sich... der hat sich eingepisst, oder? Ja, es sieht ziemlich nass aus. Ziemlich frisch sogar. Okay, wir gehen ganz langsam vorbei, oder? Oh, Dickerchen, es tut mir leid, okay? Ja, ja, da ist nichts mehr drin. Hallo? Okay, er bekommt nichts mit. Aber wir müssen auf den hier aufpassen. Der kann sich doch bewegen. Oh, hier, warte mal. Er bewegt sich, er bewegt sich. Okay, hier kann er aber bestimmt nicht rein, oder? Oh, wie machen wir das? Okay, ich glaube, wir brauchen hier etwas, oder? Was für einen Schlüssel habe ich denn? Untersuchen. Lagerraum. Ja, ja, Storage-Raum. Da bin ich doch gerade drin, oder nicht? I don't know. Kollege, bleib doch draußen. Was ist das? Och no, nicht alle beide, oder? Leute, die müssen wir töten. Also ihn hier. Ich wusste, du stehst auf, Kollege. Ah, was zur Hölle. Ha! Schönen Kopf hast du noch. Naja, nicht mehr. So, hier steht jetzt so 106. Das darf nicht wahr sein, oder? Das darf nicht wahr sein. Na, können wir auch nicht machen. Ja, ja. Ja, ja. Na, Freund. Komm, lass das mal. Lass das mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ja, Leon. Da sagst du es. Okay, Leute, wir töten ihn. Bam, Junge. Einmal mitten in die Fresse rein. Fick dich. Hat er nicht gesagt. Hat Leon nicht gesagt. Okay, come on, come on. Er lebt immer noch. Ich glaube, der lebt noch. Ich glaube, der lebt noch. So, pass auf. 109. Wir kontrollieren das. Okay, der scheint tot zu sein. So, 109. 109 ist 200. Okay, pass auf. Da fehlen Knöpfe. 2. Ich kann jetzt wirklich nicht drücken? Ja, gut. Fangen alle mit der 2 an? So, warte mal. 1, 0, 9. Enter. Oh, es funktioniert. Okay, dann mache ich mal ganz kurz alle auf. Okay, hier gingen jetzt nur noch 2 Türen auf. Den Rest kann ich jetzt noch nicht aufmachen. Da Knopf Nummer 2 und die 3 fehlt. Was ist das denn? Ein Film. Ja, wofür wir das auch gebrauchen können, I don't know. Aber hier kann ich jetzt noch was öffnen. Okay, die öffne ich auch noch. Nee, warte mal, 203 geht nicht. 208, okay, können wir auch noch nicht öffnen. Dann lassen wir die Kollegen mal hier alleine. Was ist das hier? Schließfachterminal. Ja, wir wissen ganz genau, wie es funktioniert. Also alles gut. So, raus hier. Jetzt haben wir aber unsere Ruhe. Vielleicht. Es sieht hier nicht gut aus. Hallo? Das hört sich immer an, als ob hier jemand geht. Aber hier geht niemand. Oh, scheiße, das kenne ich noch aus dem zweiten Teil von früher. Es sieht fast genauso aus. Okay, hier steht gleich ein Zombie auf. Also nicht erschrecken. Hehe. Schießpulver. Ach, Pistolenmunition, zweimal Schießpulver, Flintenmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver, Mag-Munition, zweimal hochwertiges. Really? Oh Gott. Ja, schön. Oh, Bro, ein Vampir. Hat sie auch eingestrullert? Alles nicht schlimm. Lass mal, passiert da. Wenn man stirbt, dann ist halt so. Scheiße, wir brauchen einen Code. Oh Gott, wir brauchen einen Code, wir brauchen einen Code. Hat jemand den Code gesehen? Wir brauchen einen. Einsatzbericht. Ja, 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 ja. Nee. Hier steht keine Code. Hier vielleicht? Einsatz ist... Okay, warte mal. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unseres Schreibtisches ein. Es gibt 2 Schlösser. Eine pro Schreibtisch. Öffnen Sie beide. Was? Also Leute, wir müssen uns irgendwie die Vornamen merken von weiß was ich wen. Und dann steht in einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist. Anfänger. Also wir sind Anfänger. Problem ist... Wie heißen meine Kollegen? What the hell is that? Oh, eine Secret. Waschbärbekämpfung. Okay. Aber wie heißen denn die Namen? Ich muss mal gucken, vielleicht stehen hier ein paar Namen. Oh, warte mal. D.
David Ford. Elliot Edward. Okay, pass auf, hier haben wir schon mal zwei. Problem ist, wenn sein Tisch ist das hier. Oh, N, E, nee, wer war das? Nett, nett. Okay, das ist nett. Okay, nett, bestätigen. Okay, nice, easy. Alter, hätte ich nicht gedacht, dass ich so schlau wäre. Okay, Warum kann ich mich hier nicht verstecken? Jetzt muss ich den auch noch töten. Alter, das ist heftig, dass sie die Wunden richtig im Kopf reinbekommen. Das ist krass, Mann. Bro, hier bin ich. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, wir waren beim ist einfach herauszufinden. So, Leon, geh mal kurz ran. So, ist H. Nee. G. Ja, siehst du, geht doch. So, was ist da drin? Eine Schrotflinte. Das ist mein Schreibtisch? Nein. Wow, für die Mathilda ein erweitertes Magazin, aber ich kann es nicht benutzen. Really? Ich muss jetzt irgendwas wegschmeißen. Aber bloß was? Ja, das müssen wir jetzt erstmal da lassen. Ich hoffe, ich finde hier jetzt irgendwie eine Kiste. Wer war das denn jetzt? Gut! Der lebt ja echt noch! Nee, das hier, ja? Ich kann nirgendwo rein! Kollege, bleib mal. Oh! Ja, ich kann dir nicht aufhelfen. Ist mir scheißegal. Okay, wir müssen hier raus hier. Warte! Mach auf! Oh, dankeschön! Da ist noch jemand. Okay, einfach weg hier. Du bleibst einfach draußen diesmal, okay? Tu mir bitte einmal einen Gefallen. Kann ich das? Alter, was? Ich komme gar nicht mehr mit meinem Inventar klar. Wir müssen kurz was absetzen, denke ich mal. Wir gehen kurz zurück. Warte mal, wir kommen gar nicht zurück. Oh oh. Ja, schöne Scheiße. Der Zombie lebt auch noch. Ich glaube es nicht. Sogar der andere Zombie, den ich da in der Tür umgebracht habe, sogar der lebt noch. Gemischte Kräuter. GG. Was ist das hier? Holzbretter. Einmal. Was schmeiß ich denn jetzt weg? So, wir gucken mal ganz kurz. Schießpulver kombinieren mit Nothing. Okay, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, unsere Kräuter zu benutzen. Okay, wir sind wieder richtig gesund. Bretter. Bretter. Warte mal, oder brauche ich den für den anderen Dings? Robuste Bretter, mit denen man Fenster verdage. Ich glaube, das muss ich erst da hinten einsetzen, weil das Fenster ist ja noch heile. Gut, kann ich hier rein? Gut. Ich kann nicht speichern, oder? Ja, ich kann nicht speichern. Ich habe ein Kraut benutzt. Das hasse ich bei solchen Spielen, ne? Das hasse ich. Okay, ich habe jetzt ein paar Sachen weggelegt. Hier vorne liegt noch irgendein komisches Buch. Ich weiß nicht, was da drin steht. So, Heilwirkung von Kräutern. Ja, das wissen wir schon, Kollege. Das wissen wir. Ich habe jetzt extra meinen Film da gelassen, weil ich dachte... Darkroom? Warte mal, wir können Film herstellen. Film. Benutzen. Erinnerungsfoto. Okay, die Statue erhält einen Schlüssel in der Hand und ein Buch. Okay, das war's. Ja, gut. Ja, gut. Das war's schon. Und Blumen haben wir mitgenommen. Rotes Kraut. Ja, doch, nehmen wir mit. So, okay. Zwei Kräuter habe ich schon mal verbaselt. Schöne Scheiße. Reinlegen. Ja. So, das Dings haben wir auch schon reingelegt. Alles klar, dann bedeutet das... Oh, hier können wir auch nochmal durchsuchen. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt erstmal ein Licht angemacht, weil das sieht ein bisschen sicherer aus. Ja, jetzt bedeutet das, wir hier rausgehen. Okay, ich habe alles mit. So, pass auf, wir müssen jetzt... So, Kollege, ich habe mich entschieden, wir nageln den doch erstmal zu. So, okay, der kann jetzt erstmal nicht durchkommen, oder? Wo? Es ist nicht jetzt jemand von oben runtergeflogen, oder? Überall sind Zombies. Überall.
Oh, Herrentoilette. Oh, der ist tot, wa? Lass sie tot sein, bitte. Ja, wie heißt ihr denn? Ja, schön. Keine Ahnung. Leute, das ist ein bisschen zu krass hier, ne? Das ist ein kleinen Ticken zu krass hier. Was ist das hier? Hallo? Tragbarer Tresor? Bedeutet wofür? Ein kleiner tragbarer Tresor. Ja, aber... Wofür? Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen. Ja, machen wir jetzt auch. So, untersuchen. Okay, wir können hier X drücken. Ja. Ne, falsch. So, 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 so. Ist das eine Bombe oder was? Oh, warte mal. Den und den. Oh, und den? Okay. Ha, ist ja easy. Zack. 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 Ha, easy. Panzerknacker. Was ist da drin? Ersatzteil. Irgendein kleines Teil. Wow. Aber wofür? Steckdose? Das scheint wohl nicht brauchbar zu sein. So, was ist das? Anleitung für tragbare Tresor. Warte mal. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe auszuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Ach ja, da habe ich schon gemacht. So, Kollege. Wehe. Wehe, du stehst auf, ne? Oh, hier. Warte, das kann ich doch darauf stecken. Ich glaube, da können wir nicht rein. Ich glaube, da kriegen wir ein bisschen Schaden ab. Ich glaube, der hat einen Mucks gemacht. Der hat einen Mucks gemacht. Alles klar. Wir gehen mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich durchschaffe, Leute. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Spiel wird mich komplett auseinanderfetzen. Das ist... Okay, Resident Evil 7 war schon schlimm, aber das hier ist auch ein Ticken schlimm. Für mich. Für mein Herz. Für alles. Ich wollte gerade sagen, Zombies können fliegen. Ja, ja. Muss ich hier überhaupt hin? Ich habe halt echt keinen Plan. Okay, wir haben alles mitgenommen. Das sieht schon wieder so dunkel aus. Mama. Ah, was? Ich versuche mal was. Ja, da gibt es zig von tausende Möglichkeiten. Ja, keine Ahnung, wie ich da jetzt reinkomme. Schatten? Woher kommst du? Ach, von der... Oh Gott. Okay, von dem Ding da. Blauer Schlüssel war wo? Ich glaube, unten irgendwo. Am Eingang, oder? Ja, ich glaube, die erste Tür, die zu... Nee, die zweite Tür, die zu war. Dann können wir ja doch da rein. Oh mein Gott. Ja, wir müssen öfters zurücklaufen. Was zum... Oh Gott, der Licker ist hier. No way, der kommt jetzt schon? Wo ist er, wo ist er? Okay, er ist nicht hier. Scheiße, er ist hier drin. Okay, Mama, mach dir die Tür zu. Das sieht alles so an... Sieht alles so anders aus, Leute. Das glaubt ihr nicht. Ich finde jetzt andauernd Sachen. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Jetzt kriege ich komplett die Krise, ne? Oh, wir können Bretter sogar mitnehmen. Ja, schön. Oh, eine Harlequin-Puppe. Ich glaube, die heißen so, oder? Ich glaube... Hundertprozentig, die verschwindet. Doch nicht. Ist es ein Zombie? Lebt der? Mach keine Faxen, Bro. Ei. Okay, er scheint nichts zu sein, wa? Anonyme Notiz, ne? Okay, ich lese mal kurz mal durch. Okay, scheint wohl nichts Wichtiges zu sein, würde ich jetzt mal so sagen. Was ist das? Ja! Okay, zwei ist besser als nichts, ne? Okay, ich hoffe, wir haben damit nichts getriggert. Weil es ist ja meistens so, hebst du was auf, hast dein Todesurteil unterschrieben. Irgendwo konnte ich doch jetzt was aufheben. Wo habe ich das jetzt liegen lassen? Okay, bevor wir jetzt weitersuchen, was ist das hier? C4. Okay, ansonsten hätte ich einfach draufgeballert. Das müsste doch auch in die Luft gesprengt. Wartet. Ist es vielleicht das hier? Nee, ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein Zünder. Okay, können wir leider nichts mitmachen.
Also müssen wir wieder zurück. Oh, er tut nichts. Wollen wir ihn kurz mal begrüßen? Okay, er tut wirklich nichts. Alles klar. So, wo habe ich jetzt... Ach, hier. Das Brett hier habe ich vergessen. Und das hier. Schießpulver. Alles klar. Und jetzt passiert etwas. So, Scheibe ist zu. Scheibe ist zu. Hier ist alles gut. Okay, da ist nur eine Blume. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, wir sind jetzt hier. Wir müssen ganz kurz weiter runter. Oh, Freund. Hey. Er rennt mich, oder? Ach, das sind die. Okay, den Kollegen müssen wir aber töten. So, Bro, komm. Komm hoch. Ich will keine Munition an dir wirklich verschwenden, aber ich muss es tun. Ja, komm, nimm mich in die Arme. Süß, ne? Er will mich eigentlich umarmen und ich töte ihn. Ach, Mann. Ach, Sünde. Verpiss dich, Mann. So, und ihr bleibt mal da drauf. Ruhig jetzt. Schnell rein da. Oh Gott, wir müssen ein paar Sachen loswerden. Oh Gott. Holy shit, ist das Spiel geil. So viel Nostalgie auf einmal. Heftig. So, Freunde, wir müssen jetzt schnell vorbei. Ich habe nochmal neu geladen, weil ich wollte gucken, wo wir hin müssen. Ne? Und wir müssen hier jetzt rein. So. Okay. Oh. Hi. Okay. Warte. Lass mich mitnehmen. So, okay. Wir müssen jetzt sofort weiter. So, hier müssen wir hin. Okay. Zack. Benutzen. Komm. Mach auf. Oh, da ist mein Kollege. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Okay, eigentlich kannst du mitkommen. Du verreckst doch eh. Du kannst mir eigentlich helfen. Du kannst meine Mauer spielen. Oh Gott. Eigentlich könnte... Oh, wartet mal. Da müssen wir die Dinger reinpacken. Okay, das wird natürlich ein Rätsel sein. Alles klar, das erste haben wir geschafft. Und in der nächsten Folge geht's ab nach oben, Leute. Naja, falls euch natürlich diese Folge gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Oh oh, nächste Folge wird's heftig, Leute. Nächste Folge wird's heftig. Naja, Leon, ich weiß, die Angst steht dir schon im Gesicht geschrieben. Aber wir schaffen das gemeinsam. Irgendwie.